Okay, weiter geht's. Gucke ich noch nach da oben, aber das ist eher eine uninteressante Höhle, also das sieht man ja jetzt schon. Dann gucke ich lieber, dass ich einigermaßen fix hier rechts weiterkomme. Unten scheint auch nicht so viel zu sein. Also geht's hier weiter. Okay, das heißt, wir haben jetzt bis auf grün alle Kristalle gefunden, alle Kristallhöhlen. Grün ist natürlich das, was wir für den Quest brauchen. Herzlichen Glückwunsch. Aber 4 von 5 ist ja gar nicht so schlecht. Das heißt, an Kristallen sollte es uns in Zukunft nicht mehr mangeln. Das war früher in den Spielen doch durchaus immer ein großes Manko, weil Kristalle super selten waren, aber wenn man das jetzt so macht und sich einfach quergräbt, dann scheint man eine ganz gute Chance zu haben, alle Kristallhöhlen zu finden. Auch wenn es ein bisschen zäh ist. Gut, achso, ich wollte mal gucken, wie viel Kristalle haben wir jetzt eigentlich eingesammelt. 290, obwohl wir uns eigentlich nur durchgegraben haben. Das heißt, auch die Research Points sind bei 5700. Das ist ja auch nicht so schlecht. Da können wir dann gleich doch wieder ein, zwei Sachen machen. Und uns die Forschungsschlange ein wenig dezimieren. Jo, und wie ihr seht, war es jetzt wunderschön, mitten aus dem Nichts eine blaue Kristallhöhle mit ein bisschen rundherum und jetzt ist wieder alles schwarz. Nicht zu glauben. Und jedes Mal, wenn ich hier so ein paar Schritte nach vorne gehe, dann denke ich, okay, jetzt sehen wir aber gleich diesen Schacht. Und ihr wahrscheinlich auch, so nach dem Motto, boah, ihr hoffentlich kommt gleich der Schacht. Aber eine Enttäuschung nach der nächsten, es ist halt nicht so. Und trotzdem ist das die Höhe, also wenn ich mich weiter verschätze und wir den nicht finden, trotzdem ist das die Höhe, in der die Höhlen sind. Die Kristallhöhlen, das heißt, ich werde hier eisern bleiben. Vielleicht haben wir ja nochmal Glück und finden tatsächlich noch eine. Und ab und zu kriegen wir ja hier auch Besuch, damit wir nicht so ganz einsam sind. Und ab und zu findet man eine blaue Kristallhöhle. Aber trotzdem ganz schön bitter, dass man jetzt hier einfach überhaupt nichts hat, außer ein paar Ressourcen. Das ist schon eine harte Nummer. So. Es war die Frage, ob der an mir kaputt geht. Also, ob der mich jetzt ewig angreift. Ich meine, er tut mir ja nichts, das seht ihr ja. Ich heile mich ja schneller, als der mir Schaden antut. Die Frage ist, ob der mich irgendwann mal loslässt. Weil irgendwann mal sagt, okay, ist gut gewesen, ich habe keine Chance. Oder ob der mir einfach weiter auf den Zeiger geht. Solange bis ich ihn ins Jenseits befördere. Und ich glaube eher, zweiteres ist der Fall. Gut, pass mal auf, dann stelle ich mal hier einen Glowtorch. Ach, ich könnte dich ja mal mit einem Glowtorch erschlagen. Mann, Waffen werden total überbewertet. So, jetzt sind wir leider Titan im Weg. Es dauert ein bisschen länger. So kann man hier nicht laufen. Das heißt, ich fülle das wieder auf. So, und da oben ist eine Höhle mit Shadow Pots, so wie es aussieht. Das heißt, wir werden uns da mal freundlich hinbegeben und mal fragen, was denn so los ist und was es Neues gibt, so unter Tage.
So, und da leuchtet jetzt ein bisschen gelb. Das heißt, da steht vielleicht wieder eine Truhe. Wird Zeit, dass man sich das mal anguckt. Da steht auch eine Truhe. Jo, graben wir jetzt so weiter und gerade nach oben oder graben wir uns schräg? Entscheidung ist gerade für schräg gefallen, wie ihr seht. Danke. Da sind zumindest mal, wenn das so aussieht, ist da noch ein Shadow Pod. Mal gucken. So, das scheint ein größeres Höhlensystem zu sein, wenn ich das richtig sehe. Dann gucken wir uns das mal an, da habe ich Spaß dran. Also, sowas darf man nie vergessen. Bitte schön, Recall Beacon. Und dann sollten wir vielleicht, bevor wir da reingehen, nochmal gucken. Ach nee, wir haben aber genug Inventar noch frei. Ich schmeiß die Steine noch nicht weg. Mal sehen. Also, da sind wir. Guten Tag. Da sind auch gleich Freunde. So, jetzt habe ich fast keine Patronen mehr. Das heißt, wir müssen halt leider bald auf Laser umstellen. So, das hat sich ganz gut gelohnt. Das Viech habe ich nicht getroffen. So, hier ist Thea. Per Thea. Und dann gucken wir erstmal nach hier. Das hier sind definitiv nur Shadowpod-Eier. Das heißt, die will ich haben. Das waren gleich zwei, deshalb habe ich auch zwei Schüsse gebraucht. Da ist noch eins. Okay, also hier ist eine größere Höhle. Eine viel größere Höhle auch nach oben. Okay, hier geht's ganz hoch, noch höher. Keine Kerle, da hätte ich mich ja gar nicht graben brauchen. Wo geht's denn hier wohl hin? Hier sind auch noch Shadow Pods. Ja, ich nehme mich alle auf dem Rückweg mit. So, hier ist Wasser. Kenne, wie weit es hier hoch geht. Gut, dass ich eben nicht angefangen habe zu graben. So, und hier ist Schluss. Okay. So, jetzt gucke ich mir nochmal meine Energie an. Ich bin auf der letzten Antimaterie. Das ist uncool. Also hier unten wäre ich nicht gerne. Oh, was hier los ist. Hier unten wäre ich nicht. Gerne ohne Licht, wollte ich sagen. Bin ich denn hier lang gekommen? So, das hier ist doch auch ein Shadow Pod oder ist das eine Blume? Ne, ein Shadow Pod. So, das ist ein Baum. So, da muss ich wieder ein bisschen schießen. Wo ist er? So, 49 Kugeln noch. So, wo bin ich denn hier reingekommen? Noch tiefer. Hey, wie gut, dass ich mir nicht auf die Idee gekommen tatsächlich. So, hier ist wieder eine Crate. Nehmen wir auch alles mit. Tja, und dann gehen wir mal einfach hier lang, oder? Puh. Also hier geht's überall und dauernd hin. Da unten sind auch nochmal Shadow Pods. Aber ich habe ein bisschen Horror davor, dass mir das Licht ausgeht. Da oben ist auch noch was, da muss ich aber hin. Weil hier ohne Licht ist auch ohne Spaß. So, da komme ich nicht hoch. Hehehe. Jetzt bin ich aber angemalt.
Wie komme ich denn da hin? Scheint noch ein anderes Höhlensystem zu sein. So, hier ist Schluss. Hier ist Schluss mit der Höhle. Okay. Das heißt, ich versuche hier ein bisschen die Höhe zu halten, aus der ich gekommen bin. Bin ich denn gekommen? Aus welcher Höhe? So, da. Ja, und jetzt muss ich mal überlegen, ob ich es hier abbreche, weil ich habe nur noch 110 an Leuchtenergie. Ja, ich glaube, ich breche es hier ab und gehe nach Hause. Weil hier unten ohne Leuchtenergie ist einfach total dusselig. Und wir haben nicht mehr genug dabei. Ne, wir gehen einfach so nach Hause. Ach so, ich könnte natürlich auch den kurzen Weg wählen und mich hier einfach töten lassen. Haben wir genug Platz? Ja, dann machen wir uns da ein bisschen Platz. Dann geht's nämlich nach Hause. Und dann machen wir das in einer nächsten Runde fertig. Weil das Höhlensystem hier ist eigentlich schon spannend genug, um es zu erproben und sich anzugucken und genauer zu erforschen. Deshalb machen wir uns jetzt mal hier relativ naggisch. Und lassen uns von den freundlichen Big Bugs, die hier kommen. Aber das hier würde ich gerne zumachen vorher noch. Genau. Und davon überzeugen, dass ich jetzt nach Hause komme. Na, er quält sich ganz schön. Jetzt geht's aber gleich. Sehr gut. So, da sind wir wieder. Guten Tag. Ich ziehe mir erstmal wieder was an. Ihr kennt das schon. Also, Assault? Nö, brauche ich gar nicht. Moment mal, jetzt muss ich auch noch die richtigen Füße und alles finden. Ach, ist das kompliziert. Also, Assault MK3. Ach doch, das hier ist Mark 3. Das ist das, was ich anhabe. Und das hier ist noch der Combat Body. Also, nochmal gucken. Combat ist Level 8 und Assault ist Level 7. Das heißt, ich muss die Füße hier noch austauschen. So. Und das hier ist Assault. Okay, das ist der ganz normale Anzug, den ich sonst habe. Sogar noch mit einem Metallhelm. Unglaublich. So, haben wir es jetzt. Also hier den Jetpack wieder und einmal die Booster Boots. So, und dann gucken wir mal. Also Korallen gehen erstmal weg. Korallen werden zu Sand und weil Sand weggeht, gehen auch die Korallen weg. So, und Leder geht weg. Und das hier sind Shadowpods, die bleiben. Und Blumen haben wir jetzt ja gemerkt, können wir durchaus auch gebrauchen. Das heißt, das bleibt auch alles. Hier unten sieht's noch ganz gut aus. Ein bisschen Scrap Metal. Okay, also eins, glaube ich. Das heißt, das müssen wir uns gleich nochmal angehen. Pfeile, Pfeile. Ich habe ja tatsächlich Pfeile gekriegt, ne? Die brauche ich nicht. Ja, und dann geht's darum, Antimaterie zu sammeln. Schattenessenzen brauche ich auch nicht. Hier werde ich mit den blauen Kristallen mich wahrscheinlich überstecken, tatsächlich. 13 zu viel. Ja, also dann soll's das erstmal für diese Aufnahmesession und wahrscheinlich dann für euch auch für diese Folge gewesen sein. In der nächsten Folge werden wir wieder ein bisschen forschen, werden uns weiter ausrüsten etc. Und dann mal sehen, wie es weitergeht. Die Idee, oben an die fliegenden Inseln zu gehen, finde ich weiterhin ganz charmant und gar nicht so schlecht. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.